Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldritch, zu Zwergiges Minecraft Adventskalender 2021. Ja. Dieses Jahr habe ich mir mal gedacht, spiele ich mit euch, für euch, ja, in 24 Türchen, jedes Mal 5 Minuten Minecraft, eure tägliche Portion Minecraft, 5 Minuten lang, ich bin im Kreativmodus, ich baue ein bisschen was, ich schaue mir die Landschaft an, wir haben hier ein riesiges Biom, was nur aus verschneiten Bergen, weihnachtlichen Bergen besteht, und darin werde ich mir in diesem Adventskalender meine Welt bauen oder auch nicht. Mal schauen. Einfach ganz gechillt mal ein bisschen Minecraft spielen. Das ist der Plan. So, na dann. Starten wir in die Minecraft-Welt. Im Hintergrund schöne, mehr oder weniger schöne Geschmackssache. Ein bisschen Weihnachtsmusik eingestellt. Ja, eine kleine Playlist im Hintergrund am Laufen. Mit Copyright-Free Weihnachtsmusik. Und ja, dann schauen wir uns mal hier die Landschaft an. Hier haben wir schöne Weihnachtsberge. Blümchen sehe ich da auch schon. Hier verschneite Landschaften. Berge müssen es natürlich sein, was auch sonst. Habe ich hier schon ein paar Minuten verschwendet. Im ersten Adventskalender-Türchen. Und ich würde mal sagen, wir können so ein erstes Häuschen hier auf diesem Plateau auch schon bauen. Da müssen wir natürlich erstmal hier plätten. Und hier höre ich eine Spinne. Das juckt mich am Kreativmodus relativ wenig. Heute wird erstmal abgebaut. Ja, Löcher kann ich später noch füllen. Das wird hier erstmal abgebaut. Damit wir Platz hier für ein wundervoll großes Häuschen haben. Das wird erstmal ein kleines Häuschen. Größeres Häuschen haben wir noch später Platz für größeren Ebenen. Ja, es ist schon wieder Dezember. Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Schon wieder haben wir den Adventskalender vor uns. Dieses Jahr soll es hier sich alles um Minecraft drehen. Ganz entspannt, jetzt ohne Stress irgendwie was geplant zu haben. Völlig planlos. Ich weiß es selbst noch nicht, was entstehen wird in diesem Adventskalender. Zwischen alles und nichts kann hier. Gibt es ja alle Möglichkeiten. Das erste Türchen ist auch schon fast vorbei. Wir haben auch noch nichts gesehen. Das will man natürlich nicht stehen lassen. Wir wollen natürlich hier schwarze, hier wollen wir Tropenholz. Wir nehmen mal, damit es schön aussieht. Wir spielen in der neuesten Version. Das ist Minecraft Version 17.1 müsste es sein. Wenn mich alles täuscht. Also wird es auch neue Kreaturen geben, die Bienen und so weiter werden wir entdecken. Mehr fällt mir gar nicht ein, was hier für Wesen gibt in Minecraft. Wir werden es sehen, werden es entdecken. Ja, hier eine Aussparung für die Tierlasten. Dann können wir hier unsere erste kleine Unterkunft. Ja, schon mal im Kreativmodus natürlich. Ist viel mehr möglich. Müssen wir keine Bäume bauen erst und so. Dadurch ist vieles machbar. Wir können auch hier schweben. Ist auch einiges besser machbar.
So, erstmal aus einfachem Holz eine kleine Umgebung gebaut, die dann noch weiter ausgebaut werden kann in folgenden Parts oder auch nicht. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Haus kann ausgebaut werden, Keller können angebaut werden, Türen können eingesetzt werden. Können wir gleich schon jetzt machen. Jetzt, heute und hier. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Heute mache ich ein bisschen länger, weil die Begrüßung und so weiter auch noch mit, ja. Wir nehmen die Tropenholztür, passend zum haben wir ja schon ein kleines Haus. Der Boden kann später noch reinkommen und das Dach auch. Wichtig ist ein Bett. Im Kreativmodus nicht so wirklich, aber wo wir schon mit da sind, ein Haus und ein Bett. Das muss natürlich, dass wir das nochmal machen. Jetzt bin ich ein bisschen durch den Wind. Wir nehmen natürlich das standardmäßige rote Bett. Was auch sonst. Wenn ich mein Doppelbett. So nicht. Verbaut er sich hier schon im ersten Part. Und was noch fehlt ist, bevor wir das hier ganz heute beenden können, muss natürlich im nächsten Part werde ich mich ein bisschen mehr an die Zeit halten. Heute zum Reinkommen, zum und Tag sagen, hier mal ein bisschen einen Ofen brauche ich hier, den ich gerade hier nicht finde. Eine Kiste muss natürlich auch. Suche. Ofen. Werkbank. Das gehört natürlich in jedes Haus, damit es erst ein Haus ist. Hier eine Werkbank, einen Ofen und eine Kiste. So, jetzt das Haus eingeweiht. Dach kommt später auf. Boden kommt später noch dran. So, ja, dann würde ich sagen, eine Tanne hier gleich neben dem oder ein Baum, eine Tanne ist es nicht, direkt neben dem Haus, das kann nur wundervoll werden. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wir sehen uns morgen schon im zweiten Adventskalender-Türchen wieder. Bis dahin habt ihr noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao. Thank you.